Grüß dich, in diesem Video zeige ich dir ein weiteres Loadout, das ich gerne benutze, wenn ich mit dem B-Wing unterwegs bin. Das erste Loadout, das ich benutzen würde, wenn ich die feindlichen Großkampfschiffe angreife, solche wie ein Raider oder den Sternenzerstörer, wäre der hier ausgestattet mit Ionenbomben. Denn ganz am Anfang ist es ja so, dass die Großkampfschiffe einen Schild besitzen und den müssen wir erstmal außer Kraft setzen. Und dazu eignen sich die Ionenwaffen am besten. Es sind entweder solche Bomben, Laser oder so ein Ionentorpedo. Bei diesen Ionenbomben haben wir einen einzigen Nachteil, so wie bei allen Bomben eigentlich, die wir hier in Squadrons benutzen dürfen, die Reichweite, 200 Meter. Bedeutet, dass du nicht mehr als 200 Meter von deinem Ziel entfernt sein darfst. Das bedeutet, du musst ganz nah ranfliegen, Bomben abwerfen und so schnell wie möglich wieder verschwinden. Dabei ist zu beachten, dass wenn du die erste Bombe abgeworfen hast, dauert es ganz kurz, bis du die nächste wieder abwerfen kannst. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, wenn wir den Kreuzer von hinten angreifen und der Länge nach die ganzen Bomben abwerfen, bis die Schilder zerstört sind und ganz schnell wieder verschwinden, um einen nächsten Loadout zu nehmen und den Rumpf angreifen. Und dieser Loadout würde wie folgt aussehen, fast genauso wie bei dem anderen, nur dass die Protonenbomben diesmal an Bord sind und wir damit, sobald die Schilder ausgeschaltet sind, den Rumpf angreifen. Ihr könnt natürlich ganz was anderes ausprobieren und unter die Schilder fliegen und eure Bomben dann abwerfen. Dabei müsst ihr aber beachten, weil so viel ich weiß, wenn man zu nah dran ist und die Bomben abwirft, dann schadet ihr eurem eigenen Schiff, in dem ihr unterwegs seid. Und das wäre nicht so gut. Wenn du aber der härteste Padawan in der Galaxy bist, dann ist vielleicht dieser Loadout für dich das Beste, denn du kannst damit sowohl Ionenbomben als auch die Protonenbomben mitnehmen. Und wenn du Unterstützung von deinen Teammitgliedern hast, dann werdet ihr Schild so schnell ausschalten, dass der Feind komplett nackig dasteht und die Protonenbomben verursachen auch einen hohen Schaden. Gehen wir noch kurz auf die anderen Komponenten ein. Ich nehme bei dem B-Wing hauptsächlich immer die Primärwaffe Laserkanone. Finde die am geilsten, weil die geringen Wendigkeitsnachteil besitzt, viel Schaden verursacht, ziemlich schnelle Feuerrate hat und im Gegensatz zu zwei anderen Waffen keine Vorbereitungszeit besitzt. Bei dieser Waffe ist der Schaden nicht so groß, deswegen würde ich die nicht empfehlen. Das Einzige, was gut dabei ist, die hat automatische Zielerfassung und das hilft manchmal denjenigen, die nicht so gut zielen können. Bei den Gegenmaßnahmen würde ich mich für die zwei entscheiden. Das müsst ihr selber mal ausprobieren, was für euch am besten ist. Die Munitionskapazität bei dieser Gegenmaßnahme beträgt nur eins, also könnt ihr es nur einmal benutzen und dann ist es weg. Es sei denn, ihr habt diesen Gyro-Zusatzkontrollmodul und dann könnt ihr zwei mitnehmen, aber die Abklingzeit ist ziemlich viel. Selbst wenn ihr diesen Gyril mit an Bord habt, beträgt die Zeit 13 Sekunden. Das ist im Gegensatz zu den anderen viel zu viel. Bei dem Rumpf würde ich mich entweder für den hier oder für den hier entscheiden. Der Dämpferrumpf stört dem Feind seine Anvisierung und der Reflektorrumpf besitzt eine passive Tarnung und die Reichweite beträgt 1500 Meter. Die Schilder würde ich eigentlich nur die Resonanzschilder benutzen, weil sobald die überladen sind und komplett vollständig sind, laden sich deine Laser auf und das ist in manchen Situationen eigentlich schon sehr gut. Bei dem B-Wing, wenn er an die großen Kampfschiffe ranfliegt, die Bomben abwirft, dann kann es noch ein wenig Schaden verursachen an den Subsystemen. Und bei den Triebwerken wäre es eigentlich nicht schlecht, sich für diese beiden zu entscheiden. Bei dem einen erfolgt gewaltige Explosion, nachdem man dich abgeschossen hat. Also kannst noch entweder die große Kampfschiffe ihren Rumpf beschädigen, wenn du genug nah ran geflogen bist, oder einen Sternenzerstörer mit in den Tod reißen. Bei diesem Triebwerk, dessen Name ich nicht aussprechen kann, gibt es den Vorteil, dass die Geschwindigkeit um 30% sich erhöht. Und das eignet sich gut für schnelle Angriffe und schnelles Abhauen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, wenn wir Bomben an Bord haben. Und wie das Ganze im Battle ausschaut, schauen wir uns jetzt an. Jetzt geht's los. Und auf geht's. Hier spricht Vanguard 1. Bin in Bereitschaft. Als allererstes probieren wir die Feinde zu zerstören, indem wir Ionenbomben und Protonenbomben an Bord haben. Und diesen Loadout probieren wir erstmal an dem Raider.
Schild ausgeschaltet. Unsere Schilde sind auch ausgeschaltet, nicht schlecht. Verpassen wir denn ein paar Protonenbomben, vielleicht beschädigt es den Bomb auch ein wenig. Oder stört wenigstens die Subsysteme. Alles klar, aber erstmal aufladen. No. Und ab geht's. Attack an enemy now. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Rüdiger, bitte! Nein! Rüdiger, bitte! Oh mein Gott! Das war kein Meter, hast du das gesehen? Hab ich ihn hier! Der rechte hat also noch Schilder, also können wir die Ionenbomben dort abwerfen. Und sobald wir das gemacht haben, bewegen wir uns zu dem linken und zerlegen ihn mit unseren Protonenbomben. Nicht so tief! Rüdiger, bitte! Ah, schnell wieder abhauen. Oh, leck. Schaffe ich nicht. Okay, wenn eure Gesundheit oder Rumpfintegrität ganz wenig ist, bewegt euch gleich zu DMC 75 und dann nehmt euch einen anderen Schiff. Denn das ist auch so eine Überlebensstrategie. Glück wendet sich jetzt. Gut. Ja, alles klar. Also bevor ihr angreift, würde ich mich hier mal reparieren lassen, weil B-Wing ist sehr anfällig für Schaden. Ich hoffe, jetzt habe ich den erwischt, endlich mal. Ach, verdammt. Ah. So, sobald ihr ihre Schilder runter habt, dann könnt ihr weiteren Loadout nehmen mit 10 Protonenbomben an Bord. Und dann sind dran, die Freunde des Imperiums. Okay, der eine hat es nicht geschafft. Kümmern wir uns mal um den nächsten. Okay, der ist auch Geschichte. Und dann würde ich immer von der Seite oder von hinten angreifen, weil, wie gesagt, von vorne, wenn ihr ranfliegt, dann sind alle Kanonen auf euch gerichtet.
Und da er noch ja Schilder besitzt, kümmern wir uns erstmal um die Subsysteme. Wir haben jetzt leider keine Protonenbomben dabei. Also müssen wir entweder unter dem Schild tauchen und dann die ganzen Bomben abwerfen. Jawohl. Und so bald wie möglich wieder abhauen. Und dazu ist es natürlich gut, wenn ihr eure Triebwerke überladen habt. Dann, wie ich schon mal gesagt habe, aufladen. Und dann können wir wieder angreifen. Gut. Jetzt kümmern wir uns um die Subsysteme. Oh nee. Verdammt. Ja. Okay, sobald er herkommt, machen wir den fertig. Da ist der Raider. Der hat natürlich seine Schilder an, also entweder sind wir ganz nah ran, um sein Hirn zu erwischen. Rüdiger, bitte! Ja, verdammt. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Ja, nicht geschafft, haha. Gut. So, wie gesagt, die Idee ist, von der Seite anzugreifen oder von hinten. Also versuchen, so nah wie möglich ran und so wenig wie möglich Schaden zu erleiden, indem wir uns hinter irgendwelchen Wrackteilen verstecken. Dann. Ja. Perfekt, also. Der und so ungefähr funktioniert das Ganze. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Tipps weiterhelfen, damit du auf dem Schlachtfeld den Sieg erreichst. Und wenn du Bock hast, komm in Stream, stell mir Fragen. Wir werden viel Spaß haben beim Zocken. Bleib gesund, auf Wiedersehen.